Mobile Fundraising heisst Fundraising via mobile Endgerät. Konkret, wenn man heute einen Fundraiser fragt, was Mobile Fundraising heisst, wird er höchstwahrscheinlich antworten: Ich habe ein iPhone, ich habe eine mobile App, in dieser App habe ich eine Spendenmöglichkeit, that's it. Das ist aber heute nicht mehr so. Heute ist es so, dass wir A, viel mehr mobile Endgeräte haben, sei das jetzt neben dem iPhone, Android Phone, Windows Phones. Wir haben auch alte Mobile Phones, Nokia zum Beispiel, die ja bestens bekannt ist. Wir haben auch weitere Endgeräte wie Tablets, wie Phablets. Es gehören aber auch Google Glasses dazu, es gehören Smartwatches dazu. Also Geräte, die grundsätzlich internetfähig sind, oder auch mobilfunkfähig sind, die konkrete Möglichkeiten bieten, dass ein Fundraiser Kontakt aufnehmen kann. Zweitens ist es so, dass Fundraising ja nicht nur bedeutet, dass man direkt Spenden generieren, sondern dass man auch in Kontakt treten, also sprich, dass man jetzt aus Sicht des Fundraising auch Adressgewinnung betreiben, sei das sind neue Adressen oder sie gibt es als Adressmerkmal ausbauen, also sprich, dass ich die Möglichkeit habe, aus einer Mobile-Phone-Nummer weitere Adressmerkmale zu gewinnen oder aus einer E-Mail-Adresse mehr zu gewinnen. Und das alles gehört zu Fundraising. Es ist auch so, dass Spenden nicht nur via App möglich ist, sondern auch via SMS direkt. Was immer mehr auch ein Thema ist, und das ist auch ein grösseres Thema, ist auch, dass man direkt via mobile Webseiten kann spenden kann. Und das de facto gehört alles zum Thema Mobile Fundraising. Der aktuelle Stand beim Mobile Fundraising, jetzt fokussiert auf die Schweiz, ist so, dass ein Grossteil der grösseren Organisationen, der mittelgrossen Organisationen, den SMS-Spenden einsetzen, um konkret Gelder, Spendengelder über das mobile Gerät zu beziehen. Es ist so, dass ein Grossteil der Organisationen von gross zu klein noch nicht mobilefähig sind, was ihre Webseiten anbelangt. Das Thema Responsiveness oder Responsive Websites, wie das so im Fachjargon genannt wird, das ist de facto noch Mangelware. Und das tut in Kombination mit E-Mail-Marketing, wo jetzt immer mehr gemacht wird, also sprich via E-Mail entsprechend auf die Spenderinnen und Spender zuzugehen, um entsprechende Fundraising-Aufrufe zu platzieren oder Adressgewinnung zu machen, dass in diesem Kontext eigentlich sehr viel Potenzial verloren geht, weil 20-30% der E-Mails über Endgeräte, mobile Endgeräte gelesen wird. Die grosse Frage, die sich natürlich stellt, ist, lohnt sich das Investment von Zeit und Geld im Mobile Fundraising? Und dort ist die Antwort so, dass man Tatsachen eigentlich bereits täglich vor Augen hat, nämlich man sitzt im Zug zur Arbeit, hat, wenn man links und rechts schaut, lauter Leute mit mobilen Endgeräten, die Zeitung konsumieren oder lesen, die Webseiten surfen, die konsumieren oder spenden. Wir haben in der Schweiz konkret über 9 Millionen SIM-Karten im Umlauf. Das heisst, wir haben mehr SIM-Karten im Umlauf in der Schweiz, als es Schweizer gibt. Wir haben in der Schweiz mehr als 3 Millionen Smartphones im Umlauf, die also konkret auch internetfähig sind. Und von der Taktik her auf die Frage, soll eine Organisation, ob es gross oder klein, im Mobile Fundraising investieren, ist meine Antwort klar. Ja, und zwar im Bereich der Webseite. Schauen, dass die Webseite responsive ist. Das wird jetzt gerade auch, wenn man in Zukunft schaut, in den nächsten 2-3 Jahren wird das grosse Thema sein bei den Digital Fundraiser, dass sie ihre Webseite responsive kriegen. Das ist die erste Priorität. Die zweite Priorität wird dann sein, dass E-Mail-Marketing auch mobile-fähig gemacht wird, weil es heute nach wie vor sehr viele Newsletter oder grundsätzlich E-Mail-Versände gibt, die einfach nicht mobile-fähig sind. Und dann in diesem Kontext auch geschaut wird, dass Landingpages entsprechend auch mit der Mobile-Nutzung wirklich auch die Konversionsrate bringen, die man sich erhofft. Auf die Frage, ob jetzt eine Organisation, ob jetzt gross oder klein, soll ich eigene mobile Apps nativer Natur oder Web-Apps investieren, dort muss man sich etwas differenzierter anschauen. Dort konkret schaut man eigentlich, hat man entsprechend einen Aufhänger, einen Nutzen konkret für die Spenderin oder für den Spender. Beispiel Rega,
eine App rausgibt, die konkret eine lokale Ortung zulässt in einer Nothilfesituation. Das ist der konkrete Nutzen für den Teil, die App downloadet. Die Spendenmöglichkeit oder die Gönnerschaft ist dann einfach ein Zusatz. Beispiel WWF-Ratgeber-App, wo es ein Ratgeber-App gibt, wo konkret nachher noch zusätzliche Möglichkeit gibt, Spenden zu platzieren. Das sind gute Beispiele für die Frage mit Ja zu beantworten. Für die Organisationen lohnt sich das. Es gibt aber sehr viele Organisationen, auch grosse, wo man sich wirklich muss überlegen, lohnt sich das überhaupt, ohne einen konkreten Empfänger zu haben. Neu bei GetUnic, in Zusammenarbeit mit dem Verein FairGIF, ist, dass wir selber in diesem Bereich investiert haben. Wir haben konkret eine Mobile-App, eine native Mobile-App, vorerst für iPhone entwickelt, wo konkret